Den Begriff Omega-3-Fettsäuren hast du bestimmt schon gehört. Gerne erkläre ich dir jetzt, welche wunderbaren Wirkungen diese Fettsäuren in unserem Körper haben. Die erste Frage ist, woher nehmen wir Omega-3-Fettsäuren? Die Hauptquelle ist das Meer. Algen, diese Pflanzen in dem Meer, enthalten sehr viel Omega-3-Fettsäuren. Und die Fische fressen diese Algen und bauen sie dann entsprechend in ihr Fleisch ein. Also die wichtigste Quelle sind Algen und Fische. Nun gibt es aber andere Tiere, also eigentlich alles, was wir unter Meerfrüchte verstehen, enthält auch Omega-3-Fettsäuren, weil auch diese Tiere sich mehrheitlich von Algen ernähren. Und ganz speziell viel Omega-3 enthält auch Krill. Krill, das sind so winzig kleine Schalentiere, die kommen eigentlich nur am Südpol vor. Das ist das Hauptfutter für Walfische. Und von Krill hat es auch genug. Wir haben die Meere ja überfischt und deswegen sind Omega-3-Fettsäuren aus Fischen heute etwas problematisch, auch weil sie mit Schwermetallen belastet sind. Darum fragt man, ja, wo gibt es denn Pflanzen, die Omega-3 enthalten? Ja, die gibt es, allen voran die Leinsamen und der Raps. Diese Öle, Leinöl, Rapsöl, sind sehr gesunde, gute Öle mit hohem Anteil an Omega-3-Fettsäuren, aber es sind andere Fettsäuren als im Fisch oder in den Algen. Beim Fisch haben wir EPA, EPA und DHA. Das steht für Eicosapentaensäure oder Docosahexaensäure. Das sind die wichtigen für unseren Körper. Bei den Pflanzen haben wir vorwiegend Alpha-Linolensäure. Das ist auch eine gute Säure, aber eben eine Omega-6-Fettsäure. Und bisher ging man in der Naturheilkunde davon aus, dass diese Alpha-Linolensäure im Körper in die guten Omega-3-Säuren umgewandelt werden kann. Und der größte Forscher im Bereich Fette ist Professor von Schacki von der Universität München, ein Kardiologe. Und er hat belegt wissenschaftlich, dass diese Umwandlung nur in kleinem Rahmen stattfindet. Also anders gesagt, dass eben leider Leinöl und Raps keine guten Omega-3-Quellen sind, obwohl das viele Menschen glauben. Nochmals, es sind gesunde Öle, aber nicht eine gute Quelle für Omega-3. In unserem Körper sollten wir ein Verhältnis haben von Omega-3 zu Omega-6 Fettsäuren von etwa 1 zu 3. In Europa haben wir alle praktisch ein Verhältnis von 1 zu 20 bis 1 zu 50. Also wir sind überladen mit entzündungsfördernden Omega-6 Fettsäuren. Und deswegen ist der Nachschub an Omega-3 so wichtig, dass wir dieses Verhältnis wieder ins Lot bringen. Also Omega-6 fördert Entzündungen, Omega-3 hemmt Entzündungen. Ganz wichtig. Die vielleicht noch die bei uns am meisten verwendeten Öle, wie Sonnenblumenöl oder Distelöl, Sojaöl, diese enthalten hohe Anteile an Omega-6. Und zum Beispiel Chips oder Pommes werden ja vorwiegend in Sonnenblumenöl gebacken und deswegen sind diese Nahrungsmittel eben entzündungsfördernd. Ich zeige dir jetzt anhand eines Schemas, wie wichtig der Omega-3-Index ist. Den Omega-3-Index, den kann man messen. Das ist auch wieder eine Errungenschaft von Professor von Schacki. Er hat ein Labor gegründet in München, wo auch ich das Blut hinschicken muss, um den Omega-3-Index zu messen. Es ist ein komplexes System, man misst 26 verschiedene Fettsäuren und das wird dann mit einem Schlüssel berechnet und am Schluss kommt der Omega-3-Index heraus. Jetzt zeige ich dir mal, warum das so wichtig ist. Hier haben wir den Omega-3-Index. Und hier, dieser Kurve, sind Prozente von Herzinfarktpatienten. Da unten ist der Omega-3-Index idealerweise über 8. Also hier zwischen 8 und 10 wäre das Zielwert, wo wir ihn einstellen wollen. Wenn ich jetzt
100% aller Patienten nehme, die einen Herzinfarkt gehabt haben. Beginnen wir hier. Alle diese Herzinfarktpatienten hatten einen Omega-3-Index 4 oder kleiner. Alle, ausnahmslos. Wenn wir jetzt Omega-3 ersetzen durch gute Produkte, je höher dieser Omega-3-Index kommt, umso besser für das Herz. Bei einem Omega-3-Index von 10 oder 11 sind wir ungefähr bei 10%. Oder anders gesagt, wir können die Chance, einen Herzinfarkt zu bekommen, allein mit Omega-3-Fettsäuren um bis zu 90% senken. Das ist einfach unglaublich. Niemand nimmt das zur Kenntnis in der Medizin, aber es ist so hilfreich und durch viele Daten von der Universität München und dem Labor, das Labor heißt übrigens omegametrics.eu, da kannst du selber nachschauen, omegametrics.eu, und diese Zahlen sind erforscht. Und ich wünschte mir, dass solche Phänomene auch in der Medizin breiter bekannt werden. Jetzt gibt es noch eine Studie. Bisher hat man in der Medizin behauptet, nein, Omega-3-Fettsäuren haben keine Wirkung, schon gar nicht auf das Herz. Es braucht die Medikamente. Vor, ich weiß es nicht genau, 3-4 Jahren kam eine große Studie heraus, die heißt Evaporate-Studie. Sie wurde sogar an einem kardiologischen Kongress vorgestellt. Man hat die Studie durchgeführt mit 4 Gramm EPA. Alle bisherigen Studien hat man durchgeführt mit sehr tiefen Dosen. Verstehst du, wenn man zu wenig nimmt, kann es nicht wirken. Und so hat man durch viele Studien beweisen wollen, dass Omega-3-Fettsäuren keine medizinische Wirkung haben. Und jetzt hat mal jemand eine Dosis genommen, die groß genug ist, um etwas zu bewirken. Und diese Studie, Evaporate-Studie, hat gezeigt, dass Arterienverkalkungen in unseren Blutgefäßen über Monate und Jahre zurückgebaut werden, abgebaut werden. Stell dir mal vor, man kann Arterienverkalkung verbessern. Das hat es noch nie gegeben. Es gibt kein Medikament, das so etwas ermöglicht. Aber die Omega-3-Fettsäuren, die sind in der Lage zu solchen Wirkungen. Einfach grossartig. Wo setze ich Omega-3 ein? Nicht nur beim Herz, also über das Herz haben wir jetzt gesprochen, bei allen neurologischen Erkrankungen, MS, Parkinson, Demenz, Tumoren und so weiter, auch Kinder, die an ADHS leiden, die brauchen alle sehr viel Omega-3-Fettsäuren. Denn unsere Hirnzellen bestehen zu einem großen Teil aus Omega-3. Die bei der Multiplen Sklerose, diese Axone, die in einem dünnen Schlauch eingepackt sind, der besteht zu einem großen Teil aus Omega-3. Also alles, was neurologische Krankheiten sind, einfach Omega-3 dazugeben. Das Immunsystem funktioniert auch nur mit Omega-3, natürlich nicht alleine. Da braucht es noch Vitamin D und Magnesium und Zink und Selen und Vitamin C, noch vieles dazu. Aber ohne Omega-3 ist unser Immunsystem nicht optimal. Also gerade bei Corona hat es so wichtig, dass du genügend Omega-3 zu dir nimmst. Und die letzte Gruppe noch, das sind die autoimmunen Krankheiten. Also zum Beispiel Polyarthritis oder eine Schilddrüsenentzündung oder Gewebeentzündungen. Gefäßentzündungen, wo man keine Ursache hat, die nennt man dann autoimmun. Bei allen diesen autoimmunen Patienten habe ich gesehen, wenn wir das messen, den Omega-3-Index, dass er immer unter 4 ist. Und wenn wir ihn erhöhen auf eben mindestens auf 8, haben wir klare Besserungen. Plus natürlich die übrige Therapie dann dazu. Eben den Omega-3-Index kann man messen, das bezahlt leider die Versicherung nicht. In der Schweiz kostet dieser Test 95 Franken, aber es lohnt sich. Was ich auch mache, weil ich jetzt so viel Mal das schon gemacht habe, dass ich die Zahlen kenne, anstatt zu messen, einfach einmal 3 Monate lang genug Omega-3 verordnen. Ich weiß, dass man in 3 Monaten etwa von einem Index 4 auf 8 hochkommt, wenn man täglich 2000 Milligramm von EPA und DHA zu sich nimmt. Es gibt viele Produkte auf dem Markt,
Wichtig ist ein hochdosiertes, wenn es Fischöl ist, schwermetallbefreites, also ein Qualitätsprodukt, empfehle ich dir. Es hat viele auch billige, wo die Schwermetalle drin sind. Es ist wirklich eine Kostenfrage, also ein teures Medikament oder Omega-3 ist wesentlich besser, höher dosiert und keine schlechten Bestandteile darin. Also 2000 Milligramm, um den Omega-3-Index zu erhöhen. Und dann, wenn man einmal oben ist, nach etwa 3 Monaten, dann genügt die Hälfte. Von einem guten Fischöl genügt dann ein Teelöffel jeden Tag, täglich, jahrelang. Und dann hast du einen super guten Omega-3-Spiegel in deinem Blut. Wenn du mehr wissen willst, unten findest du noch einen Link zu einem PDF mit noch mehr Informationen.